mit einer Begrüßung zurück zu, wir haben keinen Ton, zurück zu Monster Hunter Freedom Unite mit einem monsterhaften übrigens. Diesmal spielen wir das Klagelied des einsamen Wolfes mit dem von mir neu gemachten Handtaschenschwinger, der einen Raw-Angriff von 1040 hat. Oh mein Gott, it's so awesome, I must speak American German. Why not, actually? Weil sich das Spiel dabei aufhängt. Sehr gut. Viel gibt's nicht zu sagen zu Iyangaruga. Eigentlich ein ziemlich generisches Monster. Hat einen Schnabel, hat zwei Flügel, kann laufen. Das ist ein Wyvern. Ein Vogelwyvern, um genau zu sein. Wyvern nach der Definition ein Armflügler. Habe ich rausgefunden. Und die typischen Bugs auf diesem Feld. Armflügler will heißen, an Unter- und Oberarm ist, ist das Flügel befestigt. Prinzipiell sehr informativ. Ich habe sogar ein Drachenbuch hier irgendwo rumliegen, wo alle möglichen Fantasy-Drachen definiert werden. Und tatsächlich, die meisten Drachen sind Wyvern. Auch Smaug aus Smaug aus der Hobbit ist ein Wyvern. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Was kein Wyvern ist, zum Beispiel in diesem Spiel, ist ein Kushala Daora. Und das war verdammt nochmal klug von dir, Yoshitsune. Ich liebe dich dafür, dass du mir diesen Hit beschert hast. Wow! Ich muss Yoshitsune langsam mal auswechseln, glaube ich. Gegen einen Pazifisten. Weil ich bin normalerweise der, der mit Pazifisten spielt, weil ist halt so. Die konzentrieren sich mehr darauf, ihre Skills einzusetzen. Und, naja. Jetzt eine gute Frage. Kannst du aufhören zu schreien? Aber gut, ich meine, die Quest heißt ja das Klagelied des einsamen Wolfes. Und, naja. Wollen wir ihn nochmal klagen lassen. Das Lied ist nicht sehr schön. Muss man sich immer gleich die Ohren zuhalten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so... Ja, genau, ich stehe voll daneben. Ich stehe voll neben mir in dieser Quest irgendwie. So. Ich kann von Glück reden, dass die Kirin-Rüstung eigentlich recht gute Abwehr hat. Mindestens 5 auf alles. Gefällt mir. Like, comment, subscribe. So. Genau. Hammer bei Iyangaruga sehr zu empfehlen. Vor allem, weil dass das einzige Ding ist, was Schaden macht, sozusagen. Ja, okay. Wenn es eine Möglichkeit geben würde, diesen Schrei irgendwie zu disablen, dann ich wäre sofort dabei. Ja, genau, ist klar. Gib mir halt einen Clip, der nicht passt, okay. Von mir aus. Eigentlich sowas von gar... Ja! Und jetzt werd aggro und lass mich meinen Triple Pound nicht treffen. Genau. Der dich K.O. gehauen hätte und mir so viel mehr Damage beschaffen hätte. Das ist... Oh, ich find's echt schade. So. Ah, gut, okay. Handtaschenschwinger, keine schlechte Waffe. Allerdings... Was? Okay, da will ich ein Replay. Okay, das ist ziemlich eindeutig ein Hit, aber nur weil diese Map so scheiße ist. Aber beim ersten will ich ein Replay. Ganz ehrlich, der hat mich doch nicht mal annähernd getroffen. Okay, das war jetzt mehr oder weniger Luck als... Mehr Luck als... Was zur Hölle machst du da? Jetzt machst du einen Nosedive auf mich, ist klar, aber... Ganz verstehen muss ich das nicht, oder? Wieso fehlt mir... Habe ich schon eine geworfen? Ja, stimmt, ich habe schon eine geworfen. Ja, du machst Kutku-Style. Du bist ja eine Unterart des Kuckus, also kann ich das verstehen. Waffenstärke ist gesunken, natürlich. Und was zur Hölle, Kamera? Ich muss echt mal irgendwann mit OBS aufnehmen und euch zeigen, wie zur Hölle ich diese Tasten bediene. Das ist echt jetzt... Und mit jedem einzelnen Hit mit dem Schwanz wird man einfach vergiftet. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Du willst mich doch jetzt wirklich ernsthaft verarschen. Gib mir halt einen Kill. Ohne Grund. Ohne Grund. Okay.
Instant Tail Whip. Kann ich verstehen. Natürlich. Super. Was zur Hölle? Seriously? Und natürlich auf dem Weg ein Schakalaka. Ich finde nur, dass ein Schakalaka König ist, verdammt nochmal. Komm wenigstens auf ein anderes Gebiet. Auf das man kämpfen kann. Und? Klingt fair. Ach. Gut, okay, er ist jetzt auf Gebiet Nummer 4. Ich hoffe zumindest, dass es die 4 ist und ich nicht gerade durch einen optischen Knick. Hier irgendwie. Was zur Hölle? Okay. Wenigstens hat man hier Platz. Vor allem, das ist so ein. Was zur. Er schreit so oft. Arg! Arg! So. Ja, natürlich ist er Rage mit einem Single-Hit von meiner Katze. Dreh dich um! Jetzt drehst du dich um. Geil! Ja! Und ich renn voll rein. Ich roll voll rein. Ich glaube, ich sollte heute aufhören mit Spielen allgemein und so ein bisschen in Watch Dogs meinen Frust an Zivilisten auslassen. Darf ich. Kann ich mal kurz? Nett von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hui. Erstmal was einkaufen, ne? Entschuldigung, ich hab den Wagen neu. Ich kann den noch nicht so. Hab mir eine freundliche Passantin ausgeliehen. Ah, ups, tut mir leid. Miau. Nicht mittendrin, statt nur dabei. Hui. Ups, tut mir leid. Und. Hui. Bumm. Tut mir leid, wenn ich hier so reinbreche. Ich brauche brauch ein bisschen Zeug. Piep, 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 piep. Und piep, 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 piep. Wieso sollte ich deine Zeit verschwenden, wenn ich was kaufen will? Nimm mal den hier. Ich glaube, mit dem bin ich noch nicht warm. Oh, hey. Motorrad. Ups. Wie hast du mich gerade genannt? Hä? Wie hast du mich gerade genannt? Hier blinkt's mir zu wenig. Piep. Piep. Baboon. Baboon. Haha. Ich glaube, es ist zu spät, hä? Hey? Warum? Ich will doch nur... Bumm! Bumm! Hui! Bumm! Bumm! Ich habe das Gefühl, die treffen mich. Ups. Naja. Das wäre eine Idee. So. Du wirst eh gleich wieder schreien. Wenn ich es nicht verhindern kann. Ja! Genau! Knöpfe! Reagieren! Bitte! Ganz ehrlich, die nächste Folge hau ich da so ein Mini-Gamepad rein und zeig euch die Knöpfe, die ich gedruckt habe. Das hat die Voraussetzung, dass ich das mit Open Broadcaster aufnehme. Aber so schlecht ist die Software auch wieder nicht. Oh, komm. Und Vergiftung, ey. Ja, dat Hitbox. Ehrlich? Natürlich sind hier noch Donnerkäfer. Ich werde nicht mehr. Die Dinger können dann auch paralysieren. Das heißt, wir haben hier potenzielle Vergiftung, potenzielle Paralysation gedöns und einen epischen Move. Da will ich nochmal eine Wiederholung von. Und zwar Slow-Mo. Bitch, please. Komm schon. Die, Motherfucker. Motherfucker. So. Wenigstens hat er mich davor im Hit gerettet. Yoshitsune? Nee, in der nächsten Quest nehme ich irgendeinen Pazifisten mit. Sobald ich einen Pazifisten finde, wird er mit Yoshitsune ausgewechselt, auch wenn Yoshitsune jetzt höchstes Level ist. Tut mir leid, aber ich kann so nicht arbeiten. Ich nehme immer Pazifisten eigentlich, weil die einfach jemanden nicht stören. Ich meine, sowas kann zusätzlichen Schaden machen oder jemand zusätzlich staggern, aber auch unnötig Rage. Beziehungsweise mit einem Hit, der vielleicht K.O. gemacht hätte, Rage. Und das nervt. Und
teilweise Sachen killen. Das habe ich bei der Vespoid-Quest gemerkt, indem ich einfach nur Monsterbrühen sammeln wollte eigentlich. Und Yoshitsune mir die ganzen Vespoid, die ich vergiftet habe, weggekillt hat. Das ist einfach nur... Das geht so nicht. Das geht doch nicht. Außerdem ist sie eh die meiste Zeit tot. Ideal, die ideale Katze ist eine, die drei Flöten hat, den Hauptfokus tatsächlich auf die Skills legt und nicht angreift. Das ist die perfekte Katze. Und jeder, der was anderes sagt, der hat sich noch nicht wirklich mit Monsterhunter beschäftigt. Tut mir leid. Aber es ist so. Und die Dinger trippen auch Bomben. Will heißen... Duh. Ne? Duh, right? Und du bist noch nicht fangbereit, was mir nicht gefällt. Was? Du hättest... Komm, du hättest doch K.O. gehen müssen jetzt. Nach meinem Hit-Counter wärst du jetzt K.O. Das war kein K.O. Komm jetzt. Wetten, so ein Kreis-Hit macht den jetzt gleich K.O., wenn ich einen treffe. Nein? Hm. Cool. Feuer in den Boden. Bin ich voll Fan von. Nein, ehrlich. Bin ich voll der Fan von. Echt jetzt? Der hätte doch K.O. sein müssen bei now. Should be K.O. by now. Ich und mein Englisch. Was habe ich mit meinem Englisch? Und ich und meine Ausdauer. Was habe ich mit meiner Ausdauer? Komm, Stagger zumindest. Ja? Staggern? Treffen? Nee, da brauche ich gar nicht ausweichen. Da brauche ich gar nicht versucht, rauszukommen. Ich werde so oder so getroffen. What the fuck geht mit dir, Yangeruga? Ich habe dich mal so gut gekonnt. Kannst du bitte einmal... Fuck off. Seriously, fuck off. Ich brauche schon 10 Minuten für die Quest. Elf Minuten. Oder sind das, ist das eine 7? Okay, ich habe einen Kritikpunkt mit dem Aufnahmeprogramm, das ich benutze. Man sieht diese Zeit einfach nicht. Man muss tatsächlich zwei Bildschirme anhaben, damit man die Zeit sieht. Komm, ey. Du musst doch. Du musst doch. Du musst doch jetzt K.O. gehen. Kopf. Nein, kein Kopf. Komm. Yep. Das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte, aber hat anscheinend geklappt. Oder auch nicht. Hey, ich und Garuga haben eine Hass-Liebe-Beziehung. Er liebt mich dafür, dass ich ihn nicht kann, und ich hasse ihn dafür, dass er so ein Arsch ist. So. Ich konnte dich doch mal sub-5. Seriously. Und so schlechten Schaden mache ich doch noch auch wieder nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das... Endlich! Ey! Nach meinem Hit-Counter müsstest du schon lang K.O. sein. Und keine Katze, die mich stört. Immerhin etwas. Oh. Ein bisschen fangbereit. Ich brauche noch irgendwas, was mir indiziert, dass das Monster fangbereit ist. Das klingt nicht gut. Kommt zumindest ein kleines Humpeln. Es kann auch nicht so schwer sein. Es kann doch nicht so schwer sein. Du kannst doch nicht so schwer sein. Wie lange sitze ich da schon dran? Ich sitze ja fast für die Molobloss-Quest schon länger dran, ey. Schon kürzer, meine ich. Sonst irgendwas, was ich fallen kann, bis auf die Schockfalle nichts. Wow, und die Schockfalle war nicht... War die nicht auch total misplaced? Jetzt haust du schon wieder ab. Ich werd nicht mehr.
Oder ist, wird das eine World Tour? Echt jetzt? Auf dieses Gebiet geht kein anderes Monster, außer du. Aber gut, hier habe ich dich oft gekillt. Habe ich in Erinnerung. Komm. Gib. Ja. Was? Ein Velocipray. Ein Velocipray. Ein Velocipray macht einen indirekten Hit. Okay, der war halbwegs gut. Der war halbwegs zu gebrauchen. Okay, jetzt macht er da einen Schrei. Da kann man durchrollen. Das Hitbox! Das Hitbox! Wer sich nochmal über Plesioth beschwert, der kriegt eins auf den Deckel. Was ist denn dein Schwächezeichen? Alter, hast du überhaupt ein Schwächezeichen? Nee, ich gehe aus dem Gebiet. Das. Nein. Nein. Einfach nein. Ey. Wenn mich der Schakalaka jetzt killt, dann. Ich muss mir irgendeine neue Strategie ausdenken. Kann ich euch töten? Ich will euch töten. Ich muss irgendwas essen, was früher mal gelebt hat jetzt. Gehe ich eigentlich der Annahme, dass der nach, was weiß ich, wie viel tausend Hits. Immerhin vor Ort geliefert. Jetzt kommen sie auch noch vom Vorspiel an draußen. Ey, es nervt alles. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch die zwei Hypnokantries mache. Wenn ich wirklich die zwei Hypnokantries mache, dann. Aber nur mit der Hypnokantries Rüstung. Mit Schlafen nichtig. Oh fuck, ich habe den Chakalaka vergessen. Sag mal, kannst du eigentlich auch was anderes als fliegen, Garuga? Hey, ich bin drüber gesprungen. Wow, much nice. Ist der schon... Der sagt mir bitte nicht, dass der schon wieder auf der 9 ist, oder? Bitte sag mir, dass das die 4 ist. Das ist die 4 hoffentlich. Bitte sag mir, dass du da bleibst. Oder zumindest da, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist ein gutes Gebiet, da kann man kämpfen. Seriously? Also, das mit dem so, ich sehe dich, sobald du im Gebiet bist. Das müssen sie echt auch noch fixen im Monster Hunter. Ja, ja. Dich umdrehst, bist du drin und ich kann schön auf dich werfen. Ja, geht doch. Nach 20 Minuten gefühlt. 17 Minuten, sind fast 20. Zählt. Alter! Jetzt reicht's langsam. Ganz ehrlich, auch mit euch. Ihr sterbt jetzt. Ihr sterbt jetzt einfach. Und tot. Abomination. So. Du bist tot. Du stirbst. Du staggerst nicht mal. Ey. Das ist ein Chakalaka. Den töte ich auch noch mal kurz. Erlesener Pilz, immerhin. Schläfst du schön friedlich? Wenn wir nachher wieder auf dem Trainingsgelände sind, dann ist es mir eine Freude, meine Lanze deinen Hals herunter durch dein Hinterteil heraus zu stechen. Und ich meine meine Waffe, nicht die andere Lanze. Hey, immerhin. Zwei Wyvernsteine. Wow. Wenn das nicht reicht, um die Waffe aufzubessern, dann
Wow. Was sollte reichen, um die Waffe nicht aufzubessern? Außerdem ein sehr schönes Endbild. Wer es gesehen hat. Und ich hoffe, euch hat diese Folge soweit gefallen. Falls ja, könnt ihr immer wieder gerne kommentieren. Ihr könnt immer wieder gerne abonnieren. Und ihr könnt immer wieder gut bewerten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.